Das Mariechen ist ja noch gar nicht da. Dabei haben wir auch gesagt, wir treffen uns um 10 Uhr da. Weil die immer eine Stunde zu spät kommt, habe ich gesagt, um 9 Uhr treffen wir uns. Jetzt ist 11 Uhr und der ist noch nicht da. Der ist schon wie früher. Früher war es noch so schön. War sogar das Fernsehen noch schöner. War ich mit meiner Freundin in der Ude im Bett gelegen, der Zivi Josef hat uns die Häppchen gebracht und haben wir Kinderfernsehen noch geschaut. Jetzt haben wir verstanden, es war schön. Oder Michel aus Lönneberger. Oder Freitagnachmittag war es immer schön auf dem Dritten, die Augsburger Puppenkiste. Den habe ich sogar gesehen. Horch Germann, du bist doch auch der Jahrgang, oder? Du kennst doch den Melodino, oder? Ja, spiel's mal, das ist eine schöne Erinnerung. Gnädige Frau, ist hier noch frei? Ach, da bist ja, Mariechen. Wo warst du denn so lang? Da vorne brauchst du nicht mehr zupfen, da schau ganz mehr hin. Entschuldigen Sie, kennen wir uns? Freilich kennen wir uns. Ich bin's, die Waldraut Lehneis. Waldraut Lehneis? Waldraut Lehneis? Hab ich mein Laptop noch nicht gehört. Mariechen, wir kennen uns doch seit 25 Jahren. Woher? Aus deinem Milchladen. Milch? Ich hab doch keinen Milchladen gehabt. Nur freilich, weiß ich doch noch wie heute, dein Lehrbub, der Günther, der die ganze Zeit Kartoffeln gegessen hat. Der Günther, das war ganz fleißiger. Und plötzlich war er von. Ja, ja. So was? Aber ich hab keinen Milchladen gehabt. Ein Handyshop hab ich gehabt. Mariechen, damals hat es noch gar keine Handys gegeben. Bei mir schon. Ich hab's bloß keinen gesagt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber wirklich, gnädiges Fräulein, Sie müssen mich verwechseln. Na, es gibt bloß eine auf der Welt, die so blöd ist, und das bist du. Hör ich ja mal. Sie verwechseln mich wirklich. Ne? Schau mal auf meine Uhr, warten Sie. 3, 2, 1, 0. Du, jetzt habe ich die 2 Minuten 30 verarscht, weil draußen. Ne? Du, ja, die Glockskunde habe ich mal 3 Stunden verarscht. Ne? Die haben schon selber nicht mehr gewusst, wie es heißt. Und du mal deine Handtaschen runter vom Kopf. Doch, mein Schoß. Wie soll ich die Basthandtaschen von deinem Kopf runter tun? Das ist doch eine Lederhandtasche, eine Krokoleder. Die schnappt nur. Du sollst die blaue Basthandtaschen von deinem Kopf runter tun. Sag ich mal, das ist meine Handtasche, die ist am Schoß. Das ist mein Kopf, der ist am Hals befestigt an die 2 Muttern. Ja? Und das da ist mein Kopf und das ist mein Hut. Allmächtig bin ich blöd. Den Hut wollt ihr aufsetzen. Keine, keine, keine. Nein. Vielleicht ist es besser, wenn du vor mir reingehst zum Dr. Ritze. Ja? Als Notfallpatientin. Nein. Aber die Doktor sind da nicht mehr das, was sie mal waren. Wenn ich denke, früher mit 18, wenn ich zum Doktor bin, zum Untersuchen, habe ich mich ausziehen müssen. Ja. Mit 30 habe ich mich obenrum freimachen müssen. Heute darf ich gerade noch die Zunge rausstrecken. Furchtbar. Mein Doktor schickt mir die Rezepte immer per Post. Das kann ich gut verstehen. Ja. Hast du überhaupt einen Termin heute? Nein. Ja, warum kommst du denn dann? Freitag gehe ich immer ohne Termin zum Doktor. Brauche nicht heizen, brauche nicht kochen. Wieso musst du nicht kochen? Ja, Freitag Vormittag gibt es immer Verköstigung. Also, seit wann gibt es denn beim Doktor Verköstigung? Immer Freitag früh. Gibt es immer ein Bouillon? Ein Bouillon? Ja. Wo soll ich denn da bitte ein Bouillon geben? Na, am Empfang.
Mariechen, das sind die Brunsbrumm. Die Urinbrumm. Gottes Willen. Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Die Urinbrumm. Drum wollen die so versalzen. Ja, vielleicht hilft's ja was. Du, es gibt ja Therapie mit Eigenurin, vielleicht geht's mit Fremden auch. Ja, vielleicht, ne. Wenn die Fremden gescheiter sind wie ich selber, hätte ich ja noch was gewonnen, ne. Das schaffen's leicht, dass gescheiter sind als du. Ja, ja. Ach Gott, ich hab ein Zeug dabei, ne, was ich mir mit rumschleppe. Ich weiß gar nicht, wie dazu gekommen bin, du. Komm ich zu einem Priesterbedarf, du. Mariechen, das ist ein Toilettenbürsten. Das ist ein Priesterbedarf. Das ist ein Globürsten. Das ist ein Priesterbedarf. Das ist der Globürsten. Oh. Bitte. Jobbst du jetzt nebenher als Toilettenfrau oder was? Ja, das mache ich. Ich meine, die 6 Adventssamstage vor Weihnachten. Das ne? sind 4. Ja, ich hab verlängert. Setze mir ins Kaufhaus an die Toiletten zwischen Männlein und Weiblein mit dem Aschenbecher vorne dran. Ne? In 2 Stunden habe ich 40, 50 Euro beieinander. Ja, das ja, geht noch. Da freilich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Leute nur im Öffentlichen wollen. Nein. Ja, ja. Also aufs Klo gehen muss jeder. Sogar der Kaiser von Bimbam. Den kenne ich nicht. Oder der Bundeskanzler muss ja aufs Klo, der Schröder. Stell dir mal vor, du hast Dienst, der Schröder kommt bei dir auf die Toiletten, macht daneben und wäscht sich nicht die Hände. Was willst du denn da sagen? Dreckbambel. Hör ich mal. Aber du. Wenn der daneben macht, weiß man wenigstens, warum es SPD hast. Ja, wieso? Schröder pinkelt daneben. Siehst du? Aber du, mit der Politik hab ich's nicht zu. Ja, ja. Du, ich sag, dass man müsste ein wenig Geld verdienen im Alter. Gell? Ich komme mit meiner Renten aus, in meine 5.500 Euro im Monat. Das geht gerade schön aus. Ja. Ist ja was anderes, wer ne? Wer hat, der hat. Aber jetzt habe ich eine Idee für dich. Du könntest doch ein Toilettentheater aufmachen. Toilettentheater? Kunst am Klo. Ja. Die Form von der Schüssel hast du ja bald. Ha. Dann machst du in die Türen so Fenster hinein. Dann können die zuschauen, während du ihnen was vorspielst. Das wäre toll, ja. Das ist ganz einfach. Ich fahre am Bahnhof in die Öffentlichen, genau. Das wäre toll. Das kann ich dir beibringen. Ich bin nämlich eine sehr gute Regisseurin. Du? Ja. Wen hast du schon recherchiert? Ich habe da so Witze-Theatergruppen gehabt in Karlstadt. Ja. Ja, bin aber abgelöst worden vor dem Älteren. Ja. Gruppe Gnadenlos oder die Kassen gehen. Ja, ja. Steh auf. Ja, ich steh schon auf. Du gehst dann einfach rein, stellst dich hier und sagst, O du geliebter mein, lass mich dein Urinstein sein. Das musst du doch nicht sagen. Ne? Das riechen's doch dann. Das riecht man. Du sagst, lass mich doch dein Tausendsasa sein. Ja. Dann kommt von links die Ehefrau. Sagst du, ich bin entdeckt. Ja. Dann seh ich dir Pistolen raus, schießt, peng, peng. Dann sagst du, ich bin getroffen. Brich zusammen, fertig, aus, go. Das war schon. Ja, mein, die spülen aus, zahlen nächsten Nein. Ach so. Machen wir gleich mal, ja. Hopp, geh mal rein. Ja. Und Action! Action! Was ist Action? Das ist Englisch. Hast du viel, wie komm rein, Lady Co. Ja. Was willst du jetzt mit der Bürsten in der Hand? Das ist die Rose. Oh, du geliebter Mann. Lass mich doch, wie heißt der? Dein Hundertwasser sein. Ja. Tausend Sasa sein. Von links die Ehefrau. Grüß Gott. Gell, sie haben mich entdeckt. Peng, peng. Peng, peng. Du bist getroffen. Du bist getroffen. Du bist getroffen. Du bist getroffen. Ich bin getroffen. Spielst du Ami? Du sagst, ich bin. Was bin ich? Blade. Ich bin getroffen! Brustschuss! Nein, so tief zielt sie nicht. Ja. Cool, und jetzt? Zusammenbrechen auf Pflasterbrettchen. Zusammenbrechen? Gott, da war ich schon lange nicht mehr drunter. Aua, ach Gott, auf meine Knie. Und schon bin ich drunter. Ja, Marieche, das ist nix. Ne? Ja, du brichst zusammen wie eine trächtige Kuh kurz vorm Kalben. Komm, steh auf.
Was? Steh auf. Rentiert sich das noch? Das ist ein Rokoko-Karten und kein Mumien-Karten. Nee. Du musst das Ganze mit viel mehr Pfiff machen. Du sollst nicht Ilse Werner parodieren. Nicht? Ist der gleiche Jorga. Nimm mehr Schwung, mehr Elan, mehr Esprit. Esprit? Hopp nur mal. Und ja. Action! Die Sportfassung quasi. Ja. Oh, du Geliebter mein! Lass mich doch dein Tausendfüßler sein! Ah, ich bin entdeckt! Und getroffen! Dein Tausendfüßler sein! Tot! Oh, das Grauen kehrt zurück. Das ist nichts, das geht viel zu schnell, da verlieren manche die Übersicht. Mach's einmal schön langsam. Langsam? Ganz langsam, ja? Ja. So richtig schön Zeitlupe. Zeitlupe? So wie halt dein Denkprozess abläuft. Ja. Deiner wäre Standbild, ne? Ja. Und Action! Zeitlupe. Mhm. Oh, du geliebter Mann. Lass mich doch dein Tausendfasser sein. Ich bin entdeckt. Und getroffen. Dein Tausendfasser sein. Das ist auch nichts, so Feder, wenn die Dramatik. Du ja. Was? Du warst nicht erschossen, du warst erwürgt. Ah, noch gar. Ja, da haben die Leute länger was davon. Ja. Das probieren wir gleich mal. Ich mach mal die Ehefrau, die dich entdeckt. Ja. Probieren wir. Und Action, Action. Ach, du, der gefällt mir aber nicht. Ja. Der gefällt mir gar nicht. Warte mal. Oh, du Geliebter mein, lass mich deine Schwiegermutter sein. Mir war, als würde ich entdeckt. Ach so. Ah! Hilfe, ein Leopard. Wie kommst denn du auf Leopard? Schau dir halt mal an. Da kann die Bubenspieler aus Mexiko jagen, aber so, oder macht mir spielen Daktari. Daktari, wir kennen heutzutage nur Daktari. Jeder, der Hauptdarsteller von Daktari ist sogar Minister geworden. Suppenminister, der Clemens. Mariechen, du bringst schon wieder alles durcheinander. Du meinst Clarence, den Löwen, der auf einem auch blind war. Der Clemens ist doch auf beide blind. Ach so. Na, ja, ja, na ja. Kann so sein. Alles muss man dir erklären. Ja, aber. Puh. Wenn ich dann Toilettentheater spiele, dann werde ich ja ein Star. Was? Ein Kloster. Na, das ist doch toll. Dann krieg ich Künstlernamen. Ja, Miss Brunzi wahrscheinlich. Signora Glossetta. Oder Miss Inkontinentia? Ja, Miss Inkontinentia aus Feucht. Ja, ja, ja. Das wäre doch was. Und dann krieg ich Werbeverträge. Oh, Mariechen, für was willst denn jetzt du nur Werbung machen können? Ja, für BMW oder für die WC-Ende. Was? Ja, WC Mariechen mit meinem Konterfei. Das wird ein Verkaufssitz. Mit der Zunge kommst du ja bis unter den Rand. Gut. Die erste, die sie kauft, ist der Glockskuni. Die Glockskuni. Der kauft ja jeden Scheiß zusammen. Ja, ja. Jetzt willst du wieder Anschluss. Jetzt willst du unbedingt uns nächstes Jahr in Urlaub fahren. In Urlaub? Ja, aber sie hat nichts zum Anziehen, hat sie gesagt, hat nichts zum Anziehen. Sei Glockskuni, wenn du nichts zum Anziehen hast, dann machen wir eben Urlaub am FKK-Strand. Am FKK-Strand? Was ist das? Ist das eine neue Karnevalsgesellschaft? Nein, FKK, da macht man alles nackig. Was? Da geht man nackig Tennis spielen, tut nackig fotografieren, nackig, alles nackig. Na, meine Nacktheit ist mein letztes großes Geheimnis, gell? Dass keiner mehr lüften will. Ja, ja. Du, aber stell dir mal vor, die Glockskuni sitzt splitternackt am Strand. Da meinen ja alle Kinder, das ist die Hüpfburg, ne? Die Hüpfburg, ne? Kommt sie mal wieder in Bewegung? Kommt sie mal wieder in Bewegung? Du, nein, ich sag's dir. Ich sag's dir, ne?
Das ist sowieso momentan, da kannst du ja verreisen, wo du hin willst. Ne? Die bieten ja alles an. Ja, ne? Du, hab ich gelesen, da der, der Seniorenkreis, den die Ude leitet, ja. Ne? Der macht jetzt eine Tagesfahrt nach Stuttgart zum Musical Tanz der Vampire. Für 80 Euro bloß. 80 Euro zum Tanz der Vampire? Hier. Du gehst zum Seniorentanz, da hab ich's umsonst. Hello! Wow.